Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht's um meinen Pony. Ich habe einige Fragen von euch bekommen und ich habe auch einige Kommentare bekommen, ob ich nicht eine Pony-Routine in der Art und Weise drehen könnte und zeige euch heute auch gleich die Produkte, die ich tagtäglich sozusagen verwende. Das sind zwar relativ wenige oder die ich auch einfach fürs Haarewaschen verwende. Und da wären wir auch gleich beim ersten Punkt. Es ist meiner Meinung nach relativ wichtig, wenn man einen Pony hat, dass man die richtigen Produkte zum Waschen verwendet. Also wenn ihr einen Pony habt, dann ist es intelligenter, eher Produkte zu verwenden, die so ein bisschen leichter sind und die vielleicht sogar silikonfrei sind, weil es einfach sonst schnell der Fall ist, dass der Pony fettig wird oder sich einfach aushängt, und ich mag das halt gar nicht. Ich drehe meinen Pony so ein bisschen ein, ich zeige euch dann auch nachher noch, wie ich das mache, und deswegen finde ich es halt wichtig, Produkte zu verwenden, die dafür irgendwie gedacht sind. Ich habe einmal ein Shampoo von Sexy Hair, das ist das Curly Sexy Hair Shampoo, das ist sulfatfrei und glutenparabenfrei und frei von Silikonen. Das ist mir, wie gesagt, sehr wichtig. Ob es jetzt unbedingt so viel schönere Locken oder Wellen macht, kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Da ging es mir, wie gesagt, eher darum, dass ich einfach ein Produkt habe, das vielleicht, wo gleich draufsteht, dass es für Locken ist, weil why not, und vor allem, dass eben silikonfrei ist. Ich finde das sehr spannend, das hat eine total außergewöhnliche Konsistenz. Ich mache das auch so, dass ich da immer nur so ein bisschen Produkt auf die Hand gebe, dann einen Teil einmassiere, dann das nächste Produkt auf die Hand gebe und einmassiere, weil das nicht wirklich schäumt. Was aber gut ist, es müssen Shampoos eigentlich nicht schäumen, aber ich tue mir halt dann so ein bisschen leichter, weil das so eine ganz gelige Konsistenz hat, wenn ich das, wie gesagt, nach und nach auf dem Kopf auftrage. Es säubert trotzdem wahnsinnig gut, also das ist überhaupt kein Problem, aber das fällt mir halt dann so ein bisschen leichter. Ich werde euch übrigens alle Produkte natürlich unten in der Infobox verlinken. Ich habe die von Notino zugeschickt bekommen, schon vor einer ganzen Weile. Ich muss sie euch natürlich nicht zeigen, sondern kann sie euch zeigen, wenn sie mir gefallen, und sie gefallen mir gut. Deswegen zeige ich sie euch. Ich verwende nur Masken, keine Spülungen, weil ich einfach nur einmal in der Woche Haare wasche. Eine Spülung ist intelligent für Leute, die öfter Haare waschen, die alle 2 Tage Haare waschen, weil man Masken prinzipiell bei normalem, gesundem Haar nicht jedes Mal Haare waschen verwenden soll. Dadurch, dass ich immer nur einmal in der Woche Haare wasche, ist es absolut unproblematisch. Deswegen verwende ich einmal in der Woche die Wonder Hair Kur, und die mag ich sehr, sehr gern. Die habe ich auch schon fast aufgebraucht, weil die so gut ist. Die hat auch eine ganz lustige Konsistenz und ich verwende die auf dem ganzen Kopf. Das können auch ganz viele Leute nicht nachvollziehen, aber dadurch, dass meine Haare einfach ja ständig blondiert werden und ich noch dazu diese krause Haarstruktur habe, funktioniert es für mich gut, wenn ich die auch nicht in den Ansatz jetzt mega einmassiere, aber auf jeden Fall auch für meinen Pony verwende, weil er sonst einfach frizzig wirkt, vor allem weil ich keinen Hitzeschutz oder irgendwas verwende. Ich habe da noch nichts gefunden, das meiner Meinung nach wirklich funktioniert. Vor allem, ich habe eben immer das Gefühl, wenn man ein Produkt verwendet auf trockenem Haar, dass es dann einfach schneller wieder fettig wirkt. Also von dem her, ich verwende die Wonder Kur, haue mir die wirklich auf den ganzen Kopf. Danach bin ich fertig mit meinem Haarewaschen. Ich mache es mittlerweile so, dass ich meine Haare mit einem alten T-Shirt abdrücke sozusagen. Also ich drücke sie sowieso mal in der Dusche ab und danach verwende ich sozusagen zum Abtrocknen meiner Haare, zum Trockenmachen meiner Haare, nur noch ein altes T-Shirt, weil da entsteht nicht ganz so viel Reibung, wie es bei einem Handtuch der Fall ist. Und danach lasse ich sie lufttrocknen. Ich bin kein Fan vom Föhnen. Also meine Haare schauen dann einfach immer total schrecklich aus, wenn ich sie föhne. Ich bin dann immer so ein Löwenkopf und das gefällt mir halt einfach nicht. Somit lasse ich sie dann lufttrocknen und dann schaue ich so aus. Der Pony liegt mega komisch. Ich meine, es wäre vielleicht so gar machbar, aber ich finde es halt eigentlich überhaupt nicht schön so. Ich habe halt einfach wellige, lockige Haare. Im Normalfall würde ich sie jetzt zurückbinden. Ich habe aber keinen Gummiringel da. Ich bin schlecht vorbereitet. Das heißt, ich gebe sie mir jetzt hier einfach nur halbwegs hinter die Ohren. Danach fange ich, dadurch, dass die jetzt ganz frisch gewaschen sind, einfach mal an, sie wirklich ganz hardcore runter zu glätten. Einfach damit sie mal halbwegs so liegen, wie sie liegen sollen. Also da geht es jetzt noch nicht wirklich darum, eine Form reinzubringen. Ich versuche sie zwar trotzdem außen, also unten, ganz unten schon ein bisschen einzudrehen, weil ich sie prinzipiell dann so haben will. Aber am Anfang geht es jetzt wirklich mal rein darum, die halbwegs glatt zu bekommen, einfach damit das mal weg ist. Also ich habe einfach relativ viele Wirbel da vorne, logischerweise. Ich habe den Pony jetzt schon durchgebürstet, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, mit Zimmerteaser. Es ist einmal halbwegs glatt. Halbwegs glatt. Und jetzt nehme ich mal die obere Partie der langen Haare so ein bisschen zurück. Im Normalfall würde ich das jetzt auch festmachen mit einem Spangerl, aber auch das habe ich gerade nicht da. Und fange an, diese kürzeren Haare hier drunter so ein bisschen reinzuglätten. Das ist total einfach. Also ihr müsst im Prinzip wirklich nur die Strähne nehmen,
runterkletten und dann einfach so ein bisschen eindrehen am Schluss. Dann kriegt ihr nämlich diesen Effekt von den eingedrehten Haaren und ich finde das sehr, sehr schön. Also ich finde den Pony überhaupt nicht schön, wenn er an meiner Stirn klebt. Das finde ich überhaupt nicht hübsch. Ich will halt, dass er so ein bisschen eingedreht ist und ich finde, das wirkt dann gleich nochmal viel, viel schöner, als wenn er, wie gesagt, so richtig hart auf der Stirn klebt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gesehen, die obere Haarschicht habe ich im Prinzip jetzt genauso geglättet wie die untere Haarschicht. Also es geht nur darum, dass ich das Gefühl habe, sie halten besser, wenn ich zuerst die unteren, kürzeren Haare glätte und dann erst die, die von da hinten kommen, nochmal drüber glätte, also nicht sie gemeinsam glätte. Jetzt ist er auf jeden Fall fertig geglättet. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt nicht mal 4 Minuten gebraucht, um diesen Pony halbwegs in Form zu bringen. Natürlich, es geht noch besser und oft glätte ich dann halt noch so hier unten nach, vor allem mit den Seiten bin ich nicht ganz so zufrieden, die hätte ich eigentlich gern wieder so ein Stückchen länger, das dauert aber einfach, weil ich mir die eine Seite damals selbst verschnitten habe, also auch da bin ich selber schuld. Aber wie ihr seht, das war's, also es funktioniert total schnell, den Pony halbwegs in eine Form zu bekommen. Meine Haare sind jetzt, wie ihr seht, geglättet. Ihr habt gesehen, wie ich das gemacht habe, das ist absolut keine Hexerei, im Prinzip ist es einfach wirklich nur ein kleines Glätteisen, das kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr so wie ich einfach einen Pony habt, ist ein Mini-Glätteisen, wenn ihr mit dem Föhn nicht klarkommt, einfach auf jeden Fall Gold wert. Vor allem, ich mag das auch ganz gern, weil ich das einfach relativ gut einstecken kann. Ich habe es jetzt gefühlt immer mit, was dramatisch ist, denn ich wollte das nie wieder machen. Ich war früher so haarglättsüchtig und hatte immer mein Glätteisen eingesteckt. Und eigentlich dachte ich mir, diese Phase wird nie wieder kommen. Tja, sie ist wieder gekommen. Aber eben nur für den Pony. Ich verwende eben keinen Hitzeschutz, einfach auch aus dem Grund, dass ich mir denke, der Pony wird regelmäßig geschnitten. Somit ist es nicht ganz so dramatisch. Das ist jetzt der erste Tag sozusagen nach dem Haarewaschen. Wie mache ich denn jetzt weiter? Ich wurde ganz oft auch gefragt, ob ich meine Haare denn jetzt jeden Tag glätten muss oder stylen muss, mehr oder weniger. Und ich kann euch sagen, nein, muss ich nicht. Also es kommt immer darauf an, wie ich liege, was für Wetter draußen ist. Wenn ich jetzt wahnsinnig viel schwitze oder es feucht einfach ist, dann dreht sich der Pony natürlich nochmal mehr ein, als er soll. Aber wenn es ein normaler Tag ist, dann muss ich nicht tagtäglich meine Haare glätten. Und das finde ich halt echt richtig toll, weil ich dachte eigentlich schon, dass das so sein wird. Vor allem, ich gebe ihn mir ja dann aus dem Gesicht, sobald ich zu Hause bin und muss ihn aber trotzdem nicht tagtäglich glätten. Das kommt natürlich wieder auf eure Haarstrukturen, aber bei mir funktioniert das auf jeden Fall. Heute ist er nicht frisch geglättet, das heißt, ihr seht, dafür ist er aber schon den 5. Tag, glaube ich, alt oder den 6. Tag sogar alt. Also ihr seht, das ist auch mal möglich, dass man den Pony nicht glättet. Ich habe hier so eine kleine Lücke, das ist aber nicht dramatisch. Das schaut meiner Meinung nach jetzt nicht schlimm aus. Ich brauche trotz allem aber ab dem 2. Tag eigentlich Trockenshampoo und ich war bis jetzt immer der Verfechter von ganz billigem Trockenshampoo. Also ich habe eigentlich immer das billigste von DM verwendet und bin aber beim Pony davon abgekommen, weil das einfach so ein bisschen Nebel hinterlässt und das stört mich hier oben eigentlich gar nicht, weil das mehr oder weniger meinen dunklen Ansatz ein bisschen covert. Aber für den Pony ist es halt meiner Meinung nach schon mega störend und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, für meinen Pony das Baptiste Trockenshampoo mal zu probieren und es ist der Wahnsinn, also das muss man ehrlich zugeben, es funktioniert wirklich erheblich besser, vor allem was den Nebel betrifft. Ich mache das dann meist so, dass ich den Pony in der Früh hochnehme und dann unter meinem Pony witzigerweise so ein bisschen Trockenshampoo drauf gebe. Dann hast du nämlich noch weniger das Problem, dass du oben drauf irgendwie Nebel hast und dann maximal noch oben so ein bisschen, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Dann wuschle ich das kurz durch, glätte dann manchmal nochmal drüber, wenn es sein muss und das war's. Und ich habe diese Flasche jetzt, seitdem ich meinen Pony habe und da ist einfach immer noch mindestens die Hälfte am Produkt drin. Weil ich es halt wirklich dann eigentlich nur für den Pony verwende. Ich brauche sonst eigentlich auch wenig bis kein Trockenshampoo, weil meine Haare halt einfach relativ wenig nachfetten. Der Pony fettet halt einfach aus dem einfachen Grund, dass ich damit was tue. Also dadurch, dass ich da glätte und ich fahre immer wieder so durch, wenn er irgendwie komisch auf meiner Stirn liegt, damit er so ein bisschen wieder fluffiger ist. Und das Trockenshampoo hilft natürlich auch, dass er nochmal so ein bisschen fluffiger ist. Also ich mag das von meinen restlichen Haaren gar nicht so gern, weil ich eh so viel Volumen habe. Aber am Pony ist das ab und an gar nicht schlecht, weil man da, wie gesagt, eher hier unten dann ein bisschen Produkt bisschen Trockenshampoo drauf sprüht, weil dann der Pony nochmal so ein bisschen gepuffter ist. Also sonst wäre. Und das war's. Viel mehr mache ich halt wirklich nicht. Und das ist halt mega toll, weil ich wirklich, wirklich Angst hatte, dass es wahnsinnig aufwendig wird. Und das wurde es halt einfach nicht. Also es ist total angenehm und chillig und ich habe nicht wirklich viel Aufwand damit. Ich muss jetzt schauen, wie es im Sommer ist. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen Schiss, dass es im Sommer anstrengender wird, einfach weil man schwitzt. Das ist klar. Wenn es so ist, ist es so. Aber ich werde auch überleben. Es ist jetzt sicher nicht dramatisch. Aber das kann noch anstrengender werden. Aber ansonsten geht's eigentlich voll und ich muss sagen, witzigerweise, umso mehr Trockenshampoo drinnen ist, umso eher kann ich auch schwitzen und er bleibt trotzdem, wo er ist und klebt nicht auf meiner Stirn, weil er halt dann so eine Schutzschicht innen hat vom Trockenshampoo. Ob das jetzt ideal ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so.
für die Leute unter euch, die noch schneller fettende Haare haben, beziehungsweise die Trockenshampoo nicht vertragen oder das nicht verwenden wollen, kann ich euch empfehlen, wascht euren Pony einzeln. Auch das ist relativ gut machbar, indem man die Haare einfach zurückgibt und dann wirklich nur da vorne so ein bisschen wäscht. Das ist auch auf jeden Fall möglich und ist auf jeden Fall viel intelligenter, als seine ganzen Haare ständig zu waschen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!